Shalom, Hayom. Guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Gestern war Sturm, Regen. Heute ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint jedenfalls hier bei mir. Und so ist es im Leben immer. Es gibt Sturm, es gibt Regen und dann gibt es wieder die Sonne. Jetzt haben wir Herbst. Die Blätter färben sich, sie haben sich schon gefärbt. Bald wird es Winter sein, die Erde schläft. Aber dann kommt wieder der Frühling und alles. Er blüht wieder. Warum erzähle ich euch das? Weil mir nichts anderes einfällt? Nein, deswegen nicht. Es hat etwas mit unserem Thema zu tun, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Hingabe und Erweckung. Doch bevor wir anfangen, werde ich die Bracha sprechen. Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Kiddushanu b'Mitzvotav v'Tzivanu, Lasok b'Divrei Torah. Amen. Also, neue Woche, wie immer, neue Parascha, neues Thema. In dieser Woche lesen wir zusammen die Parascha Vayera. Und wie immer ist die Parascha voll gefüllt mit den verschiedensten Themen. Wir erfahren, dass Hashem Avraham besucht. Die drei Engel besuchen ihn auch und einer teilt ihm die Geburt seines Sohnes Yitzhak mit. Abraham erfährt von dem beschlossenen Untergang von Sodom. Er bittet um die Verschonung der Stadt. Und dann gehen zwei Engel nach Sodom. Lot und seine Familie werden gerettet, nur seine Frau nicht. Sie dreht sich um, sie wird zur Salzsäule. Und so geht die Geschichte weiter. Ich möchte euch jetzt nicht alles erzählen. Es kommt dann zur Geburt von Yitzhak. Seine Beschneidung, seine Entwöhnung wird erwähnt. Es gibt eine Diskrepanz zwischen Sarah und Hagar und die Hagar und ihr Sohn Ishmael, die müssen gehen. Auch das ist eine Geschichte für sich. Und schließlich endet die Parascha mit der Akedah Yitzhaks, die Opferung Yitzhaks. Das ist wahrscheinlich bekannter. So, und aus der Fülle haben wir wie immer eine Sache herausgegriffen, das Thema Hingabe und Erweckung. Und jetzt, denke ich, seid ihr alle gespannt. Zu diesem Thema passt ganz gut der Psalm 130. Ich lese ihn euch mal vor. Ein Stufenlied. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o ewiger Herr, erhöre meine Stimme. Möge dein Ohr aufhorchen bei meines Flehens Stimme. Bin die Schuld, die du aufbewahrst, ja, Herr, wer könnte bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, auf dass du gefürchtet werdest. Ich hoffe, ewiger, es hofft meine Seele, und auf sein Wort harre ich. Meine Seele auf den Herrn, mehr als Wächter auf den Morgen, Wächter auf den Morgen. Harre Israel auf den Ewigen, denn bei dem Ewigen ist die Huld und reichlich bei ihm Erlösung. Und er wird Israel erlösen von all seiner Schuld. Dieser Psalm ist für das ganze Volk Israel, dem ganzen Volk Israel gegeben. Und hier haben wir eine der schönsten Verheißungen, Erlösung. Und alles beginnt mit der Tiefe. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr. Es beginnt also mit Hingabe, mit Erweckung, mit dem Wunsch, umzukehren, sich Gott hinzugeben. Und der Prototyp dieses Erweckten, das ist Abraham. Aus der Tiefe, ja, aus dem Feuerofen, aus Ur Chasdim, wir haben das letzte Woche, denke ich, ausführlich besprochen, hat Abraham zu Hashem gerufen und er hat ihn herausgeführt aus dem Feuerofen. Mit Abraham begann ein neuer Weg. Hashem bereitet sich ein neues heiliges Volk vor. Und nun, in unserer Parascha, erfahren wir, dass Abraham die Verheißung erfüllt bekommt. Er bekommt den Sohn. Dass er einen Sohn bekommt, dass er aus ihm ein großes Volk werden wird, das hat Gott ihm schon in Lech Lecha versprochen. Und nun wird es Wirklichkeit. Vorher fand etwas anderes statt, nämlich die Beschneidung. Da hat Baruch letzte Woche drüber gesprochen. Die Beschneidung, der Bund Gottes.
die vollkommene Hingabe Abrahams an Hashem. Und nun, nachdem das geschehen ist, kann das Kind kommen. Und Yitzhak kommt auf die Welt. Yitzhak ist ein ganz besonderer Mensch. Er ist der erste Mensch, der auf heiligem Boden geboren wird. Er ist der erste Mensch, der von heiligen Eltern geboren wird. Es ist der erste Mensch, der gezeugt wurde von einem Geschnittenen. Also ein ganz besonderer, vollkommener Mensch, ein Tzaddik. Doch er ist noch mehr als das, das werden wir gleich hören. So, nun ist der Sohn der Verheißung da. Und wir müssen uns mal hineinversetzen in Abraham und Sarah, wie es ihnen erging. Lange, lange, lange haben sie darauf gewartet, dass das erfüllt wird. Nun ist es da. Nun halten sie diesen kostbaren Schatz in den Händen. Er wird bewahrt, behütet. Deswegen musste ja Hagar gehen mit ihrem Sohn Ishmael, damit Yitzhak wirklich in einem behüteten Raum aufwächst. Nichts soll ihm schaden. Und nun ist Yitzhak erwachsen. 37 Jahre ist er. Er blüht. Er steht in der Blüte seines Lebens. Und nun kommt die letzte und schwerste Prüfung für Abraham, nicht für Yitzhak. Hashem sagt zu ihm: Bitte, gib mir deinen Sohn. Dieses Wörtchen bitte steht im hebräischen Text, aber leider wird es in den deutschen Texten nicht erwähnt. Gib mir bitte deinen Sohn, deinen einzigen. Und der Midrasch beschreibt uns wunderbar das Gespräch, was hier stattfindet zwischen Hashem und Abraham. Und die Zeit reicht nicht aus, um euch das zu erzählen, aber Abraham entscheidet sich dann, das wirklich zu tun. In diesem Zusammenhang möchte ich euch jetzt noch eine nächste Stelle mit euch betrachten aus Kohelet. Dort lesen wir nämlich Folgendes: Alles hat er schön gemacht für seine Zeit, gleichwohl hat er die Ewigkeit ihnen ans Herz gelegt, ohne dass der Mensch ausfindet an dem Werk, das Gott gemacht, weder Anfang noch Ende. Das ist die Übersetzung von Rav Zunz und unser Rebbe hat es auch übersetzt und dann hört es sich so an. Alles hat er schön gemacht in seiner Zeit. Auch die Welt legte er ihnen ans Herz, ohne dass der Mensch das Werk herausfinden kann, das Gott gemacht hat von Anfang bis Ende. Alles hat Hashem schön gemacht. Was bedeutet das? Was ist diese Schönheit? Was ist so schön? Schön ist, wenn etwas erblüht. Im Frühling, wenn die Bäume blühen, dann ist es schön. Und noch schöner ist es, wenn wir dann die reife Frucht haben. Dann aber, wenn dieser Zenit überschritten ist, dann ist es nicht mehr schön. Dann wird die Frucht schrumpelig. Schön ist also, wenn etwas erblüht. Schön ist auch Erfolg. Hashem möchte, dass wir Erfolg haben. Erfolg bedeutet, dass wir eine Sache zur Schönheit erblühen lassen. Dass wir etwas exzellent machen. Und schön ist letztlich auch die Enthüllung der erlösenden Macht Gottes. Dieser Satz ist ganz wichtig, jetzt für unseren weiteren Zusammenhang. Denn wenn die Wahrheit Gottes Wirklichkeit ist, dann ist es schön. Diese Schönheit hat Gott gemacht. Und dass wir uns ausstrecken nach Schönheit, hat auch Gott gemacht. Und dass wir die Welt lieben und ihre Schönheit, auch das hat Gott gemacht. Und natürlich die herrliche Frucht, das sind unsere Kinder. Und dass wir sie lieben, ist auch klar. Und Abraham und Sarah, sie liebten Yitzhak. Er war natürlich die Erfüllung der Verheißung. Aber
In Jitzak lag auch die ganze Zukunft. Mit Jitzak kamen Enkelkinder, mit Jitzak geht es weiter. Und Jitzak, diese herrliche Frucht ihres heiligen Lebens, ist noch weit mehr. Es ist die Offenbarung dessen, dass sie Diener Gottes sind. Dieser Mann ist die Freude seiner Eltern und nun steht er in der Blüte seines Lebens. Es ist schön. Und jetzt kommt es. Jetzt sagt Hashem, bitte gib mir deinen Sohn, deinen einzigen, den, den du liebst. Und wir stehen davor und sagen, kann das sein? Was soll das eigentlich? Wie wollen wir das verstehen? Warum sagt das Gott zu Abraham? Über diese Geschichte ist viel geschrieben worden, viel spekuliert worden. Sie ist unverständlich. Wir können es mit unserem normalen Verstand nicht fassen, aber es steht ein Geheimnis dahinter. Wir haben vorhin gesagt, schön hat auch etwas mit Exzellenz, mit Vollkommenheit zu tun. Und wir haben heraus schon hoffentlich gehört, dass Jitzak dieser besondere Mensch ist, von heiligen Eltern geboren, von beschnittenen Eltern gezeugt, von im heiligen Land, der durfte das heilige Land nicht verlassen. Eine herrliche Frucht. Und Hashem will sie. Möchte Hashem etwa den Eltern etwas wegnehmen? Das kann doch wohl nicht sein, oder? Nein, Hashem möchte niemals etwas wegnehmen. Er möchte immer nur mehr geben. Das haben wir vorhin schon in dem Psalm 130 gehört. Jitzak soll also geopfert werden, Gott hingegeben werden. Wie wollen wir das verstehen? Hier gibt es ein Geheimnis, das Geheimnis des Körpers. Der Körper ist, können wir sagen, das Kleid unserer Seele. Er ist wie ein Schlauch. Und wir erinnern uns, dass Jeschua mal etwas sagte über den alten Schlauch und den neuen Wein und und so weiter. Das möchte ich hier nur anreißen. Der Körper muss der Seele entsprechen. Die Seele, das ist die Flamme. Und wenn der Körper nicht stark genug ist, um die Seele, diese mächtige Flamme zu halten, dann geht er kaputt. Und hier mit Jitzak passiert etwas ganz Besonderes. Indem er sich hingibt, wird sein Körper veredelt. Jitzak wurde von Abraham gebunden auf dem Altar und er ist wirklich gestorben. Er hauchte seine Seele aus und dann stand er auf von den Toten. Und nun ist er ein Heiliger und nicht nur ein Tzaddik. Was hat er gemacht? Jitzak mit seiner Tat. Er führte die Heiligkeit durch sich selbst in diese Welt ein. Er verankerte die Heiligkeit in dieser Welt und gibt der Heiligkeit in dieser Welt Bestand. Gott wollte das Schönste und das Beste. Abraham hat es ihm gegeben. Und das Geheimnis dieser Tat ist die Erweckung in den künftigen Generationen. Wenn ich meinen Körper gebe, dann verliere ich nichts, sondern dann bekomme ich etwas. Ich bekomme das ewige Leben. Sagt nicht Jeschua, der Same muss in die Erde fallen, damit er stirbt und Frucht bringt. Der Same ist unser Körper. Der Same ist diese Welt. Der Körper ist das Kleid. Wir können es nicht fassen, dass Hashem die Welt vernichten möchte, damit etwas Neues kommt, die künftige Welt.
Und Gott möchte sie haben. Er möchte das Schönste haben zu seiner Zeit. Aber nicht um wegzunehmen, sondern damit etwas Neues kommt. In diesem Sinne möchte ich euch nun einen wunderschönen Tag wünschen. Shalom Hayom, eure Gabi. Schaltet euch morgen wieder ein. Es geht weiter mit einem sehr spannenden Thema. Morgen wird Baruch ben Mordechai, unser Rebbe, zu euch sprechen. Also, bis morgen. Shalom Hayom.